geht das schon wieder los in Berlin. Wenn sie gegen den FC Bayern verlieren, dann könnte schon wieder richtig ungemütlich werden bei den Herthanern. Über die sprechen wir, genauso wie über den FC Bayern. Und die Frage, muss man da vielleicht nochmal defensiv ein bisschen nachrüsten vor dem Ende der Transferperiode? Außerdem Themen bei uns, Wolfsburg, Leipzig, Köln, Bochum. Da ist einiges drin heute mit ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann. So schnell geht's, die Saison hat gefühlt gerade erst angefangen, da sind wir schon wieder an Spieltag Nummer 3 angelangt. Dieses Wochenende unter anderem mit dem Spiel FC Bayern gegen Hertha BSC. Auf die Berliner dürften dieses Wochenende vielleicht noch ein paar mehr Augenpaare gerichtet sein als sonst. Aber kann ja nicht schaden, oder? Damals in die Schule, wenn die Mädels geguckt haben, waren wir einfach motivierter, oder? Sei ehrlich. Ja, vielleicht hilft's ja, ne? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Vorschau. Und bevor es losgeht, der kurze Hinweis auf unsere zwei neuen Formate Uncovered und die Karriere des. Da haben wir unter anderem auf Dominik Szoboszlai und auf Joshua Kimmich geschaut. Gebt uns dazu gerne mal Feedback und auch, wenn ihr da sonst so gerne sehen würdet. Das würde uns sehr freuen. Und damit ihr diese Videos, genau wie alle anderen hier auf dem Kicker-Kanal, nicht verpasst, lasst uns doch gerne ein Abo da und eine aktivierte Glocke. Wer uns bei Was geht EM schon verfolgt hat, der weiß, dass sie schon mal bei uns zu Gast war und ein hervorragendes Debüt in diesem Format gegeben hat. Ihr kennt sie als ZDF-Moderatorin Claudia Neumann. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Marc. Servus. Claudia, du hast ja mit Sicherheit den positiven EM-Stress und Olympiastress hinter dir gelassen und bist jetzt auch wieder richtig im Bundesliga-Modus. Bei welchem Spiel können wir dich denn am Wochenende im Sportstudio verfolgen? Tatsächlich beim Abendspiel Bayern gegen Hertha. Ja, optimal, weil wir widmen uns heute hauptsächlich zwei Partien und Hertha Bayern ist ein Teil davon. Ich bin auch gerade mitten in der Vorbereitung und lese natürlich den Kicker als allererstes. Ja, perfekt, so muss das natürlich sein. Ja. Mhm. So muss das natürlich sein und deswegen schauen wir da jetzt mal drauf. So, und weil wir heute so lustig sind, machen wir gleich zwei Top-Spiele draus. Und bevor wir über diese sprechen, einmal der kurze Blick auf den gesamten Spieltag. Der BVB eröffnet gegen Hoffenheim. Über das Spiel lest ihr natürlich wie über alle anderen Partien im Donnerstagskicker und auf kicker.de. Wir schauen aber, wie eben schon angesprochen, zunächst mal auf die Bayern und auf Hertha. Und ja, in Berlin, da schrillen ja fast schon wieder gefühlt die Alarmglocken. Ne? Potenzial und Punkteausbeute klaffen auch zu Saisonbeginn schon wieder auseinander. Klar, wir haben jetzt zwei Spieltage durch. Also man muss jetzt auch noch nicht wieder das Riesenfass aufmachen. Aber wenn jetzt gegen die Bayern eine dritte dazu kommt, und das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dann könnte es schon wieder ungemütlich werden. Hast du bei Hertha in den ersten zwei Spielen eine Leistungssteigerung in irgendeinem Bereich zur Vorsaison erkennen können? Nein, natürlich nicht. Wobei, das ist ein Unterschied, ob du im akuten Abstiegskampf steckst, also auch in dieser Drucksituation, oder mal so, ich sag mal, in die Saison grooven rein möchtest. Das ist jetzt schiefgegangen, definitiv. Ich glaube, dass Hertha da auch noch nicht justiert ist, was den Kader betrifft, dass da noch einiges passieren wird. Fenster ist ja noch ein paar Tage offen. Und dass natürlich bei Hertha vor allen Dingen die Achse noch nicht bei 100% ist. Boyata war noch verletzt. Jetzt haben wir auch gesehen, dass Kevin Prinz Boateng sich wieder verletzt hat, also Rücken. Da weiß man nicht, ob er jetzt wieder spielen kann am Wochenende. Und das sind natürlich die Führungskräfte, die dann, und da werden wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen kommen, wenn es mal nicht läuft, also wenn man einen Vorsprung hergibt, die dann agieren müssen. Und das hat man bei Hertha noch nicht gesehen. Ich glaube aber nicht, dass man die Panik da jetzt ausrufen sollte. Und das, dafür steht ja auch Pal Dardai, dass er das eben nicht tut. Genau, du hast es jetzt auch gerade schon angesprochen. Viel Bewegung ist weiter drin bei den Berlinern. Mateusz Kunja ist weg für 30 Millionen zu Atletico Madrid. Und mit Ishak Belfodil von Hoffenheim hat man einen weiteren Neuzugang geholt, der jetzt aber auch kein 1:1 Ersatz für Kunja ist, mit Sicherheit. Und vielleicht hilft er den Herthanern ja trotzdem bei diesem Problem. Du hast es gerade auch, hast mir den perfekten Cliffhanger gebaut. In den letzten drei Bundesligaspielen ging Hertha jeweils in Führung und verlor am Ende aber allesamt. Stichwort fehlende Cleverness, Stichwort auch fehlendes Selbstvertrauen, ob der letzten ein, zwei Jahre diese Spiele dann über die Ziellinie bringen zu können. Naja, das ist halt die Frage. Wie gesagt, wir sind am Anfang einer Saison. Da versucht man ja erstmal so seine Spielidee auf den Platz zu bekommen, die Neuen integrieren, das gucken, was der Trainer jetzt verändern will. Ich glaube nicht, dass das dann schon das ganz große psychologische Moment ist. Aber klar, logisch, wenn du mit null Punkten in die Saison startest, nach zwei Spielen, also diese drei Niederlagen,
sind ja saisonübergreifend zu sehen, dann zieht das erstmal runter. Das ist ganz klar. Dazu hat ja Hertha auch jetzt, was die Führung betrifft, neue Leute an Bord. Das Ganze muss sich erst justieren. Auch im Angriff ist ja noch nicht so richtig klar, auf wen Dardai da in erster Linie setzt. Ich bin nicht sicher, ob Luke Bakio nicht auch noch von Bord gehen wird. Und wir haben das ja jetzt schon am letzten Wochenende gesehen, dass Selke und Luke Bakio durchaus da auch sich als Konkurrenten verstehen, obwohl das natürlich völlig andere Spielertypen sind, wie ich finde. Aber also Hertha hat einen schlechten Start hingelegt, aber die sind ja krisenerprobt. Also von daher sollte man da jetzt noch nicht die weiße Flagge hissen. Ja, ich meine, da prallen dann halt auch die Stürmer-Egos aufeinander bei so einem Elfmeter. Also ich glaube, auch daraus muss man jetzt zwar keine Riesennummer machen, aber es wird immer wieder vermutet, dass bei den Herthanern sich eben so ein Teamgeist noch nicht so wirklich gebildet hat. Also das mit Sicherheit auch eine der großen Aufgaben für Pal Dardai. Und jetzt geht's eben gegen die Bayern. Ich glaube, die 12 Buden gegen den Bremer SV brauchen wir jetzt nicht analysieren. Aber gegen den ersten FC Köln sah das einmal mehr nicht so wirklich souverän aus. Gerade hinten haben sie wieder Lücken offenbart beim 3:2. Und Julian Nagelsmann, der wurde dahingehend unter der Woche auch schon mal ein bisschen deutlicher. Die Handschrift ist jetzt noch nicht so extrem da. Klar, wir haben wenig Einheiten gehabt. Wir haben jetzt quasi für einige Spiele erst das dritte Spiel gehabt. Deswegen müssen wir weiterarbeiten. Wir haben gegen Dortmund, finde ich, schon deutlich stabiler verteidigt. Jetzt gegen Köln war es ja wieder ein kleiner Rückschritt, was das angeht. Ja, Claudia, siehst du das Thema Defensive aus Sicht der Bayern noch gelassen, weil es eben noch ein bisschen Zeit braucht, bis sich da auch eben alles taktisch eingespielt hat? Oder gibt es da doch strukturelle Defizite, die den Bayern im Verlauf der Saison noch Probleme machen könnten? Die Namen, die jetzt zum Ende der Transferperiode gehandelt werden, sind ja eher offensive. Jonas Hofmann von Gladbach, Sabitzer auch immer noch ein Thema. Müssen sie nicht eigentlich hinten nachlegen? Also ich glaube nicht, dass das ein personelles Problem bei den Bayern ist. Also das hat sich ja die ganze letzte Saison durchgezogen, dass man mit dieser sehr offensiven, mit dieser sehr riskanten Spielweise in der Rückwärtsbewegung noch totale Probleme hat. Das weiß Nagelsmann natürlich, das ist ja analysiert. Aber personeller Art sehe ich da nicht das Problem. Ich meine, man muss nur mal auf die Namen schauen. Niklas Süle an erster Stelle zu nennen, seit seinem Kreuzbandriss damals noch nie so richtig wieder in die alte Form gekommen. Ich finde, dass der großes Potenzial hat. Und wenn dann irgendwann das Timing wieder stimmt, das Selbstvertrauen vor allen Dingen auch, dann ist das mit Upamecano eine der besten Innenverteidigungen der Liga sowieso, aber auch international durchaus mit Renommee. Nianzou, Hernandez kommt zurück. Da wird ein Schwerpunkt drauf gelegt und die werden das hinkriegen. Auf jeden Fall besser als in der letzten Saison. Davon bin ich überzeugt und ich glaube nicht, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, dass das ein personelles Problem ist. Apropos letzte Saison, da gab es ein knackiges 4:3 in der Allianz Arena gegen die Hauptstädter. Also auch da standen sie nicht so ganz sattelfest. Kann der Kollege Nagelsmann sich vielleicht auch nochmal angeguckt, was da gegen die Hertha schiefgelaufen ist. Was wird es denn dieses Mal? Was tippst du? Ich glaube auch wieder an einige Türchen in diesem Spiel tatsächlich. Also ich gehe mal auf 4:2 Bayern diesmal. Okay, eins weniger kassieren, immerhin. Und das reiche ich dann noch gleich mal an die Zuschauerinnen und Zuschauer weiter. Wie endet das Samstagabendspiel zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC? Ihr tippt da unten mal was in die Kommentare. Und wir sprechen über das zweite hochkarätige Duell an diesem Spieltag. Der VfL Wolfsburg empfängt RB Leipzig. Tabellenführer gegen Titelanwärter. Der VfL als einzige Mannschaft mit 2 Siegen in die Saison gestartet. Und die Passquote an den ersten beiden Spieltagen lag jeweils bei 86%. Marc van Bommel pflegt ja im Gegensatz zu seinem Vorgänger Oliver Glasner ein deutlich ballbesitzorientierteres Spiel. Und es gab ja viel Skepsis eigentlich vor der Saison, ob der ja wirklich dürftigen Vorbereitung. Sind die für dich schon wieder beseitigt? Nein, natürlich nicht. 2 Siege, schön und gut, sogar als einziges Team in der Liga, aber das spricht ja nur für die Dichte und das darf man genauso wenig wie 2 Niederlagen bei Hertha nach 2 Spieltagen überbewerten. Ich bin sehr gespannt tatsächlich auf Wolfsburg, auf Marc van Bommel, der ja erstmal mit diesem Malus des Wechselfehlers in die Saison gestartet war. Also ich bin gespannt bei Marc van Bommel und ich habe irgendwie den Eindruck, dass sich da so ein Trend fortsetzt tatsächlich, dass die Trainer zu Recht diese Hauptrolle spielen, die sie eigentlich als wichtigste Verantwortliche eines Vereins spielen sollten. Wir haben in der letzten Saison so viele Handschriften von Trainern, finde ich, sehr deutlich erkennen können. Und deswegen ist man jetzt sehr gespannt, auch was Van Bommel als noch junger Trainer tatsächlich schaffen kann in Wolfsburg. Die Idee ist klar. Man muss natürlich noch ein paar Spieltage abwarten, um zu sehen, wie konstant die Mannschaft das schon rüberbringen kann. Also deswegen jetzt Wolfsburg als Favoriten zu machen gegen RB Leipzig, wäre mir ein Schritt zu viel.
Immerhin, ne? Also vor der Saison wurde eben diese Skepsis darin begründet, dass gesagt wurde, hey, der Glasner hat einen extremen, ja, gegen den Ball Fußball gespielt, einen Pressing-Fußball, und Van Bommel hat jetzt eigentlich quasi einen gänzlich anderen Ansatz, ne? Und dafür immerhin zwei Sieger geholt. Schon mal gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite haben die Jungs von RB Leipzig beim 4-0 gegen den VfB Stuttgart mal gezeigt, wozu sie so imstande sind. Wie nimmst du denn den Jesse Marsch-Fußball im Vergleich zum Julian Nagelsmann-Fußball wahr? Ja, wenn wir jetzt von Van Bommel gerade gesprochen haben, ist das genau wieder so ein bisschen das Entgegengesetzte. Also wieder mehr diesen klassischen Umschaltmoment in den Vordergrund stellen, so wie Leipzig ja auch die ersten Jahre in der Liga gespielt hat. Unter Nagelsmann war das ja ein bisschen anders, so ein bisschen verteilter mit auch zwischenzeitlich mehr und vor allen Dingen kultivierteren Ballbesitzphasen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt komplett so durchzieht, wie man das bei ihm aus Salzburg kannte. Also bei Jesse Marsch wird sich zeigen. Ganz wichtig wird für den Verlauf der weiteren Saison bei Leipzig, glaube ich, sein, ob sie tatsächlich jetzt Sabitzer halten. Also ich kenne jetzt nicht den allerneuesten Stand, aber wirst du mir vielleicht sagen können, also das ist für mich der Schlüsselspieler bei RB in den letzten beiden Saisons gewesen. Also der hat seine Entwicklung wirklich rasant nochmal anziehen können. Und der hat eine solche Galligkeit dort im Mittelfeld, dazu wirklich auch die spielerische Klasse. Das ist ein Top-Spieler. Also wenn sie den verlieren würden, würde denen ein dickes Herzstück aus dem Mittelfeld rausbrechen. Gerade auch für den Umschaltfußball, wie ich finde. Ja. Ja. Ja, der Stand, zumindest Donnerstagmorgen, wo wir aufzeichnen, ist eigentlich immer noch derselbe, ne? Und du hast damit perfekt hingewiesen quasi auf unser Video von der letzten Woche. Das blenden wir jetzt hier oben mal ein. Da haben wir nämlich die Frage gestellt, ob Leipzig denn überhaupt ohne Sabitzer noch ein Titelkandidat ist. Also schaut da gerne mal rein. Und ob die Leipziger dann gegen Wolfsburg, auch die sind aus dem Stuttgart-Spiel oder die aus dem Mainz-Spiel, wo sie ja verloren haben, das dürft ihr uns gerne mal in den Kommentaren verraten. Wie endet die Partie VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig? Und diese Frage, Claudia, darfst du mir jetzt selbstverständlich auch nochmal beantworten. Ich tippe tatsächlich auf einen Leipzig-Sieg, sag mal 2-0 RB. Alles klar, das könnte aber auch eine enge Kiste werden, ne? Je nachdem, wie die Wolfsburger so auch da ins Spiel kommen. Und wir gucken mal, was sich da jetzt noch so Schönes an diesem Spieltag ergibt, was für Partien es da noch so gibt. Und eine ist mir da besonders ins Auge gestochen. Der erste FC Köln empfängt den VfL Bochum. Sind die Kölner nach ihren zwei starken ersten Auftritten für dich im eigenen Stadion der Favorit? Also ich habe ja gerade eben schon über Trainer gesprochen und ich verfolge die Entwicklung der Kölner ja immer ein bisschen auch mit Herzblut, weil es ja mein Verein aus der Kindheit ist. Und sehe das sehr, sehr kritisch, was sie in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, also die letzte Dekade auf jeden Fall gemacht haben. Das war immer ein Hin und Her, ein Hü und Tot. Man hatte nie irgendwo den Eindruck zu erkennen, wo es eigentlich jetzt mal hin soll mit diesem wunderbaren Traditionsclub. Und jetzt ist da Steffen Baumgart. Und ich habe den Eindruck, das passt wirklich ziemlich gut. Also man weiß, was er für ein Fußball spielen möchte. Da ist eine Menge Leidenschaft mit drin. Da ist ein großes Maß an Identifikation mit drin, wie er jetzt schon so toll auf sich projiziert und auch den Fans rüberbringt. Fans sind wieder da. Das ist in Köln auch ein echter Faktor. Ich bin guter Dinge, dass Köln erfolgreicher Fußball spielen wird und mit dem Abstiegskampf möglicherweise nichts zu tun haben wird. Das wäre mal ein echter Schritt für Köln. Und jetzt gegen die Bochumer, was glaubst du? Wie werden die Kölner da sagen, wir sind hier der Chef im Ring, wir sind Favorit? Das sollten sie, das hoffe ich. Ich tippe mal auf ein relativ deutliches 3-1 für Köln. Und du hast ja jetzt auch gerade den Kollegen Baumgart schon angesprochen. Also ich glaube, wenn der so weitermacht, dann der besitzt auf jeden Fall Kultpotenzial. Ne? Er hat ja auch irgendwie passend zu der Stadt Köln und ihren Menschen so eine Kotterschnauze, wie wir hier im Norden sagen würden. Also von daher und dann mit dem Fußball, ja, das könnte Spaß machen. Authentischer Typ, ne? Und dem nimmt man das tatsächlich ab mit dieser Leidenschaft, mit dieser Inbrunst, mit der er arbeitet, die er auch in Interviews, finde ich, toll rüberbringt. Sehr positiv. Das ist das, was man in Köln braucht, glaube ich. Und das kommt da sehr gut an. Die Mentalität der Menschen im Rheinland bedient diese Art ideal, wie ich finde. Und ich habe da wirklich ein ganz gutes Gefühl, dass das auch mal eine längerfristige Lösung für den FC sein kann.
Aber auch gegen den VfL wird es nicht einfach. Er ist auch Selbstvertrauen getankt, das wollen wir auch nicht unterschlagen. Wirklich ein starker Auftritt, auch gegen Mainz 05 beim 2-0. Also auch das ein interessantes Aufeinandertreffen. Die alles entscheidende Frage ist ja sowieso bei dem Spiel, wen bespritzt Anthony Modest diesmal mit der Wasserflasche? vielleicht erwischt es ja diesmal sogar ein Bochumer. Bei dem guten Mann kann man ja nie wissen. Was wir aber wissen, liebe Claudia, ist, dass wir dich am Wochenende im ZDF Sportstudio zu hören bekommen beim Abendspiel Hertha Bayern gegen Hertha, so rum. Und demnächst dann bestimmt auch wieder hier. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch und einen schönen Tag und ein schönes Bundesliga-Wochenende euch allen. So Leute, und nachdem der Bär dann hier letzte Woche so richtig abgeliefert hat, haben wir auch diese Woche wieder einen Meinungsbeitrag aus der Community bekommen. Wie gesagt, jede Woche bis Mittwochabend könnt ihr uns ein Video per Instagram Direktnachricht schicken. Eure Meinung, maximal 30 Sekunden, ein Bundesliga-Thema eurer Wahl. Und wir hören uns jetzt an, was der Joris zu sagen hat. Hallo, ich bin Joris, bin 13 Jahre alt und was ich an der Bundesliga nicht verstehe, warum Leroy Sané weiterhin so viel Motivation hat, beim FC Bayern München zu spielen, obwohl er von den eigenen Fans ausgepfiffen wird. Und warum bekommt Leroy Sané weiterhin so viel Spielzeit, obwohl er meiner Meinung nach nicht ins Bayern-Spielgeschehen reinpasst? Ja, es wird mal wieder viel gesprochen über Leroy Sané, sein Trainer Julian Nagelsmann. Der hat ihn jetzt nach dem Pokalspiel gegen den Bremer SV gelobt. Aber wir lassen das Statement von Joris jetzt einfach mal so stehen und lassen euch in den Kommentaren darüber diskutieren, was ihr von dieser Causa haltet. Wenn euch diese Folge Was geht Bundesliga gefallen hat, dann lasst uns doch gern ein Like da und ein Abo. Schreibt uns gern weiter, welche Gäste ihr sehen wollt, welche Themen, welche Spieler wir auch in unseren Formaten uncovert und die Karriere des behandeln sollen. Euer Wunsch ist unser Befehl, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis nächsten Donnerstag. Ciao.